Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Get Ready With Me for Valentine's Day. Wir machen uns also ein bisschen zusammen schick. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich fände es natürlich auch ultra cool, wenn du irgendwie Lust hättest, dich jetzt auch wirklich zusammen mit mir zu schminken. Das wäre ultra, fände ich mega geil. Denn das schreiben mir tatsächlich auch einige, dass wenn die halt meine etwas längeren Schminkvideos oder so gucken, dass sie sich dann mit mir zusammen schminken. Finde ich voll schön. Genau, in diesem Video gibt es auch was zu verlosen. Ich habe hier von I Heart Revolution, weil ich es einfach passend finde von der Marke her mit dem Herzchen und so, das Donut Tray. Das wird hier verlost. Da sind Lidschattenpaletten drin. Und Blushes und Bronzer und Highlighter. Und Make-up-Schwämmchen sind hier oben drin, ne? Also das kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, sage ich dir im Laufe des Videos. Ja, ne? Unten in der Infobox stehen noch weitere Informationen. Da schau gerne einfach mal vorbei. Da stehen auch immer wieder nützliche Informationen drin. Zum Beispiel, was ich hier so verwende. Und ich habe hier einen Kaffee. Das ist so passend gerade, weil das ist meine Schiedwettertasse. Und ich filme das Video ja vor. Es kommt ja Valentinstag online. Am Sonntag. Und hier sind Sturmwarnungen aktuell. Draußen geht die Post ab, also wir mussten schon irgendwie gefühlt alles festbinden. Ich habe mein Auto in die Garage gefahren und draußen wehst du weg. Also geh nicht nach draußen. Irgendwie schmeckt der Kaffee heute anders. Habe ich da vergessen, Zucker reinzumachen? Wie trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke meinen mit Milch und Zucker. Ich prime zuerst mal mein Gesicht und da habe ich hier, den benutze ich aktuell zum Aufbrauchen, den Maybelline Face Studio Prime with Hyaluronic Acid. Das ist dieser hier, den hatte ich im Adventskalender mit drin. Ich habe natürlich eben auch mein Gesicht gepflegt und so. Es ist ja Sonntag, ne? Da bin ich dann immer ganz intensiv unterwegs mit Pflege und Maske. Das ist ein sehr dickflüssiger, der halt in so einem Würstchen rauskommt, aber der spendet halt richtig auch Feuchtigkeit und macht eine super Basis für das Make-up, was danach kommt. Ich habe nämlich von Madara Organic Skincare Feel Good in Your Skin ein PR-Paket zugeschickt bekommen. Und da möchte ich gerne die Produkte heute auch mit euch zusammen austesten. Da gibt es einmal ein wunderschönes Kärtchen mit dabei. Die haben unterschiedliche Nuancen und da gibt es dann auch entsprechend immer unterschiedliche Ladies. Und das reflektiert ein bisschen schwierig. Dieses Mädchen oder diese Frau sieht aber tatsächlich so aus, als würde sie meinem Hautton entsprechen. Nämlich ganz, ganz hell, ganz, ganz blond. Dear Claudia, welcome to the space of Untamed Creativity, backed by Skincare Expertise Bold, Natural and 100% Vegan, 100%. Please meet our organic makeup. Gerne. Yours sincerely, Madara Team. Und ein Herzchen. Mega schön. Ich mag solche Schriften ja total gerne. Und ja, das ist eine ganz, ganz spezielle Make-up-Brand und die hat mich angeschrieben, ob ich Lust habe, deren Produkte auszutesten. Und die Produkte werden gefertigt in Latvia, in Lettland. Und hier habe ich zum einen von Madara die Cosmic Drops. Das sind diese hier, die werde ich gleich mit euch zusammen auftragen. Wobei ich die tatsächlich jetzt auch unter meiner Base auftragen wollte. Also mache ich die jetzt direkt auf. Ich habe die Naked Chromosphere One als Farbbezeichnung. Oh mein Gott. Buildable Highlighter. Also du kannst sie wirklich als Highlighter Drops verwenden, was ich auch nachher tun werde. Du kannst sie unter deine Foundation mischen, in deine Tagescreme und so weiter. Aber ich wollte einfach mal ausprobieren, weil ich ja eigentlich nicht so der Fan von diesen ganzen Flüssig-Highlightern bin, ob das vielleicht nicht doch was für mich ist. So, also eine schöne Glasverpackung mit einer Pipette ist das hier. Nehme ich Produkt auf. Ich mag das ja auch mit diesem ganzen Glowy Skin und so weiter, ne? Deswegen könnte das auf jeden Fall was werden. Ich gebe mir mal hier einen Drop auf die Hand. Der ist wirklich sehr stark pigmentiert, ist aber so ein schönes, ja, ich weiß nicht, so ein pearly Shine und den verreibe ich jetzt mal. Oh, wow, da werde ich aber glänzen. Nee, aber wenn du den großflächig verteilst, dann geht das klar. Oh, guck dir das an. Ne? Schön, den mache ich auf mein Gesicht. Vorsichtig. Sagte sie und machte sich ganz schön viel drauf. Das ist krass. Jetzt sehe ich so ein bisschen aus wie der Blechmann von der Zauberer von Ost oder wie C3PO, ne? Okay, krass. Ich glaube nicht, dass man das so verwenden sollte. Mm-mm. Aber ich habe doch schon mal gesagt, am liebsten hätte ich gerne Full-Face-Highlighter. Also das wäre quasi mein fertiger Look. Schiete. Da habe ich mich aber ein bisschen verschätzt, Leute. Naja, ich habe auf jeden Fall jetzt eine Glowy Base und kann darauf entsprechend aufbauen, ne?
bin gerade hart am Überlegen, ob ich es abmache oder ob ich es drauf lasse. Aber ich glaube, ich versuche es wirklich, das drauf zu lassen und die Foundation drüber machen. Und dann sehen wir einfach mal, was draus wird. Ja. Also ich mag das tatsächlich gerne, wenn meine Haut so scheint, ne? Muss ich ehrlich sagen. Aber das ist jetzt ein bisschen krass. Okay, dann nehmen wir als erstes mal hier die Soft Glow Foundation mit Lichtschutzfaktor 15. Das ist diese hier. Und ja, die habe ich mir ausgesucht in der Farbe Ivory. Und die sieht vom Packaging wirklich sehr schön, sehr schlicht und edel aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine Milchglas-Verpackung und hat einen Pumpspender. Und die ist sehr flüssig. Wow, die zerfließt mir nahezu auf der Hand. Das ist krass. Da muss ich die auf jeden Fall jetzt mit einem Foundation-Buffer erstmal aufnehmen und aufs Gesicht geben. Farblich passt die aber. Die passt sogar sehr, sehr gut. Dadurch, dass ich jetzt quasi mit diesem Foundation-Buffer die Foundation so in mein Gesicht einreibe, verbindet sich quasi der Liquid-Highlighter mit der Foundation. Und es ist das, was man ja quasi auf dem Handrücken hätte machen können, was ich aber nicht gemacht habe. Und da sieht das dann alles sehr schön aus. Dann sehe ich nicht mehr aus wie, ne, als hätte ich in Gold gebadet, sondern sieht sehr, sehr gesund aus gerade. Weil der Ton auch gerade voll schön sich so mit der Haut verbindet. Das ist eine ganz leichte Deckkraft. Also enorm werden jetzt Rötungen nicht damit abgedeckt. Aber für einen Valentinstag-Look muss ich tatsächlich sagen, will ich ja auch nicht allzu zugespachtelt aussehen, ne? Sagte sie und hatte Gold im Gesicht. Ich muss relativ viel jetzt tatsächlich von der Foundation verwenden. Aber ich glaube, dass das tatsächlich mehr daran liegt, dass ich mir halt diese Highlighter erstmal Fullface aufgegeben habe. Das war wahrscheinlich ein bisschen viel. Und ich mag auch, dass die Foundation an sich auch glowy ist, sodass man dieses nasse Gefühl im Gesicht hat. Das sieht jetzt wirklich ein bisschen heftig aus, aber ich werde es gleich auch noch mit meinem Beauty-Schwämmchen einarbeiten. Dann wird sich das noch etwas besser verbinden. Dann nehme ich hier den Amber-Schwamm und blende das Ganze erstmal ein. Der Geruch ist tatsächlich eher so ein bisschen cremiger. Aber halt kein wirklicher Eigengeruch. Also das ist wirklich sehr, sehr natürlich, das Ganze. Und ja, man hat ein gutes Gefühl, wenn man es aufträgt. Nicht, als hätte man jetzt irgendwas Chemisches im Gesicht. Das ist immer blöd, ne? Weil alles im Leben besteht aus Chemie oder Physik oder so, wo wir wieder bei schulischen Themen sind hier. Aber ihr wisst, was ich meine. Nicht so künstlich chemisch, genau. Ich frage mich, ob diese Foundation auch diesen Glow hätte, wenn ich nicht diesen Highlighter darunter gegeben hätte. Aber das muss ich dann im Laufe der Zeit mal herausfinden. Weil so, also dieser Glow, das sieht so schön aus, so gesund. Ich meine, ich werde es nachher definitiv abpudern müssen, weil ansonsten sieht man wahrscheinlich zu glowy, zu speckig aus. Aber ich finde, es wirkt alles so leicht und natürlich und so. Weiß ich nicht. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie, als hätte ich so viel Foundation oder so im Gesicht. Und das alles, das sieht auch so ebenmäßig und so perfektioniert aus. Natürlich habe ich hier noch ein paar Rötungen. Da werde ich gleich den Concealer, den ich auch zugeschickt bekommen habe, drüber machen. Aber die sitzt auch gut, ne? Ich kann nicht besser selber so. Sonst hänge ich halb auf dem Tisch. Das macht dann auch nicht so viel Spaß. Ne? Die sitzt wirklich gut im Gesicht. Genau, auch Nase und so, ne? Sind hier immer so Faktoren hier. Kannst nichts Schlechtes drüber sagen. Also gefällt mir, wirklich. Werde ich jetzt auch häufiger tragen, weil das auch voll meine Farbe ist. Gerade jetzt aktuell ist es voll das Color Match. Bleibt mal gerne so nah dran. Wie gesagt, das war die Foundation, die mir wirklich gut gefällt. Die wird jetzt auch direkt in die Sammlung einziehen. Und die Drops darunter, ganz ohne Witz, ich finde das schön, ne? Dann hat man vielleicht wirklich noch über den Tag den Glow, auch wenn man dann nachher abpudert und so. Ich mag das. So, dann haben wir hier nämlich The Concealer, das ist dieses Produkt hier. Und auch den habe ich in der Farbe, Latte 25. Der sieht so ein bisschen gräulicher tatsächlich aus. Kommt hier mit so einem Applikatorfüßchen. Und hat auch wieder keinen eigenen Geruch so wirklich. Ich taper das mal hier so ein bisschen drunter. Und arbeite das hier mit dem Schwämmchen ein. Der lässt sich ja schön verblenden. Ne? Das sieht schon mal ganz, ganz okay aus. Also es ist keine super Coverage, mega abdeckende Geschichte. Ich habe immer noch das Produkt vom Eimer reintunken, ne? Also auf beiden Seiten verteilt quasi dann drauf. Passt auch echt schön zur Foundation. Aber ist halt super soft, ne? Also wenn du jetzt starke Augenringe hast, ist es wahrscheinlich eher nicht so wirklich was für dich. Aber jetzt so, ne?
für ein natürliches Finish. Es ist wirklich geil. So, jetzt tunke ich hier nochmal rein und decke jetzt mal meine ganzen Rötungen ab. Und da habe ich ja aktuell echt einige von in meinem Gesicht. Der deckt nicht ab. Das ist halt eine ganz, ganz leichte und softe Deckkraft, ne? Das sieht man hier bei dem auch, glaube ich, ganz gut. Hier unten an der Kinnpartie auch. Nee, das ist tatsächlich nur so ein bisschen, um unter den Augen das zu machen, aber nicht zum Abdecken. Normalerweise mag ich ja auch nicht so gerne hohe Deckkraft, also von daher ist es für mich eigentlich perfekt. Ich habe jetzt einfach nur hormonbedingte Pickelchen. This Natural Certified Concealer hides dark circles, blemishes and rednesses. Okay, ja, nicht wirklich, ne? Yet mystically remains unseen. The dewy finish and long-lasting comfortable wear is powered by hydrating hyaluronic acid and smart retouching minerals. Ja, ne? Super Inhaltsstoffe, sagt die Firma. Und ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass man damit halt entsprechend Pickel, also Rötungen abdecken kann. Aber was man damit auf jeden Fall machen kann, ist, dass man die untere Augenpartie halt so ein bisschen frischer aussehen lässt, ne? Das auf jeden Fall. Doch, also die Produkte lassen mich sehr frisch aussehen und sind auf jeden Fall Valentinstag approved. Das heißt, vielen, vielen Dank, liebes Team von Madara, dass ihr mir diese schöne Box habt zukommen lassen. Natürlich inklusive dieser drei echt coolen Produkte, die jetzt noch weiter getestet werden, definitiv. Ich weiß jetzt nicht, weil ich das halt nicht so häufig verwende. Wenn ich jetzt einen flüssigen Highlighter verwende, verwende ich den noch normalerweise unter dem Puder, ne? Das heißt, bevor ich jetzt abpuder, mache ich mir jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen Highlighter-Drops drauf. Nochmal, nur so ein bisschen, ne? Weil wir haben ja gesehen, die gehen steil. Ich drücke gar nicht auf die Pipette. Ich mache einfach nur das ab, was da so drauf ist. Arbeite mir das mal hier so ein. Weil es ist echt heftiger Glow hier. Ja, da ich jetzt sowieso schon sehr, sehr glänzend bin, sieht man da nicht allzu viel von, um das mal so zu sagen. Use underneath or over makeup. Blend into a cream or foundation for a subtle glow or build in layers for blending for blinding light. Shake before use. Ja, okay, also da siehst du es jetzt nicht, aber ich habe halt ja gerade einen Full Face Glow. Ne? Was willst du da groß machen? Ich mache jetzt noch ein bisschen mehr drauf. Wow, wow. Hab ich mich jetzt angetropft? Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Okay. Ne? Jetzt habe ich den Glow an den Stellen noch mal ein bisschen verstärkt, wo ich ja normalerweise Highlighter auftragen würde. Macht man das da auch hin? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Pro im Liquid Glow Business. Nö, aber schöne Produkte, finde ich klasse. Ich trinke mir noch einen Schluck Kaffee. Denn wir tragen nun die Pudertexturen auf. Ja. Da nehme ich mir erstmal hier mein Mana Kadar Puder. Das habe ich jetzt ja schon immer mal wieder in Anwendung. Ne? Damit sette ich erstmal unter meinen Augen. Und im Prinzip halt auch das ganze Gesicht. Oh mein Gott, das sieht immer noch so schön glowy aus. Ne? Das kommt richtig schön noch auch durch das Puder durch. Und oh, das gefällt mir so unheimlich gut, weil das alles so frisch wirkt. Mann, Mann, Mann. Auch dieser Highlighter, der kommt noch schön durch. Ne? Ich fühle immer noch so ein bisschen, dass wenn ich nämlich gleich Bronzer und Blush und so auftrage, möchte ich ja natürlich nicht, dass das Ganze zu fleckig wird. Das heißt, die Base sollte schon pudrig, dann mehr oder weniger pudrig sein. Aber ich muss gar nicht mehr abpudern, ne? Das sieht so schön aus. Gefällt mir, ja. Gefällt mir richtig, richtig gut. Als Bronzer verwende ich von Too Faced The Milk Chocolate Soleil selbstverständlich nicht nur, weil hier ein Herz in vorne drauf ist und das 1A zum Valentinstag passt, sondern auch, weil ich den Bronzer einfach gern habe. Und er mich auch. Genau, dann nehme ich den gleichen Pinsel von eben, ne? Bin ja immer so ein pinselfauler Mensch. Pinselwaschmuffel, wie auch immer. Pinselfaul bin ich nicht, ich habe sehr viele Pinsel, aber jedes Mal, nachdem ich einen Pinsel verwendet habe, geht er ja direkt in die Wäsche. Das heißt, ich verwende einen Pinsel nicht in zwei Looks oder in zwei an zwei verschiedenen Malen, bevor ich ihn gewaschen habe. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Weil ich das sonst irgendwie einfach... Ich habe dann einfach Angst, dass ich dadurch unreine Haut bekomme. Und das Gleiche gilt halt auch für Beauty-Schwämmchen. Ne? Die werden bei mir direkt gewaschen und dann hast du halt zwangsläufig irgendwann relativ viele Beauty-Schwämmchen und relativ viele Pinsel, wenn du ein Pinselwaschmuffel bist. Jo, der Bronzer sitzt. Ne? Finde ich ganz schön. Der ist einfach sehr subtil und bräunt das Gesicht dann noch ein kleines bisschen. Und jetzt verwende ich hier von Rival de Lupiang den Tropical Heat Blusher. Auch das einer meiner Lieblingsprodukte.
Wow, jetzt zusammen mit dieser Glowy Base wirkt der fast schon, als hätte der einen Goldschimmer drin, ne? Geil, das gefällt mir. Krass, ey, wie glowy diese ganze Base aussieht und wie wundervoll das... Oh, wie ich das mag. Das ist echt Wahnsinn. Ja, alle Produkte, die ich jetzt verwende, machen einfach gerade richtig, richtig Spaß, weil das irgendwie so für sich verbindet und irgendwie noch Glow hat und irgendwie so geil ist. Mir gefällt das so. Darauf einen Schluck Kaffee. Und jetzt mache ich mir eben meine Augenbrauen mit... Passend. Es passt alles so gut. Mit Catrice, dem Eyebrow Stylist, in der Farbe Date with Ashton. Ohne Witz, ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, aber es passt. Ich würde jetzt auch echt empfehlen, die jetzt nicht zu allzu intensiv zu machen, weil Dienstag, alles ganz chilly-milly. Und ey, jetzt auch von nah, mir gefällt diese Base, mir gefällt der Concealer, naja, der creased schon ein bisschen. Aber ich bin ja auch keine 20 mehr, ich habe Falten unter den Augen. Und ja, die Base, dieser Glow, das gefällt mir unheimlich gut. Also diesen Augenbrauenstift finde ich wirklich klasse. Ich bin eher tatsächlich auch ein Fan, aber das wisst ihr ja mittlerweile, von Stiften und nicht von Puder oder Gel oder sonst irgendwas. Ich liebe einfach diese Stifte, weil das ist einfach in der Anwendung und du machst ihn drauf und er ist drauf und ne, es ist einfach irgendwie, es gefällt mir einfach besser. Und der Date with Ashton ist natürlich auch für mich tatsächlich so ziemlich der perfekte Ton. Der ist ein bisschen dunkler als meine Haarfarbe. Bin ja so blond, ne? Aber ja, gefällt mir auf jeden Fall. Zum Fixieren meiner Augenbrauen, damit sie auch wirklich die ganze Zeit an Ort und Stelle bleiben, nehme ich von Benefit den 24 Hours Brow Setter. Das ist ein wundervolles Augenbrauengel, was dir die Augenbrauen festhackert und sie daran hindert, sich in irgendeiner Art und Weise zu bewegen. Ist echt geil. Du kannst damit deine Augenbrauenhärchen auch echt stylen, ne? Du kannst die richtig hochbürsten oder ganz flach und glatt machen, je nachdem, wie du möchtest. Aber das ist irgendwie ultra krass, was da für eine Power hintersteckt. Wenden wir uns nun der Lidschattenpalette zu. Und da habe ich die hier von BH Cosmetics. Das ist die Beautiful in Barcelona Palette, die so ausschaut, wie immer mit so einem riesengroßen Spiegel. Und hier auch sehr aufregende Töne. Ich werde mich jetzt aber heute so ein bisschen eher an die natürlicheren Töne wagen, da dran gehen, weil es einfach so ist, dass Valentinstag jetzt nicht unbedingt ein lautes Make-up haben möchte. Also eine Glowy Base ist wundervoll, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie einen pinken Highlighter, ach Quatsch, einen pinken Highlighter auch nicht, aber einen pinken Blush oder irgendwie grünes Augen-Make-up oder so. Da bin ich doch eher auf die Natürlichkeit aus. Und mein Freund auch. Zuerst muss natürlich die Base gesettet werden mit La Ramba. La Ramba. Mental. Also muss nicht. Es gibt Leute, die arbeiten auch unheimlich gerne mit einer feuchten Base. Ich nicht. Da habe ich hier so einen festgebundenen Blendepinsel aus dem BH Cosmetics Rose Quartz Set. Das ist die Nummer 5. Weiter geht es hier mit dem Morphe R39 Pinsel und der Farbe Stone. Das ist so ein Taupe, was ich aber ordentlich abklopfe, weil ich das nur ganz, ganz soft hier in meine Lidfalte legen möchte. Packen. Blenden, wie auch immer. Und wir kennen die Qualität von BH Cosmetics und den Lidschattenpaletten. Die sind immer sehr, sehr gut pigmentiert. Aber ich möchte es wirklich nur ganz soft haben heute. Ne? Schön soft eingeblendet. Ich dippe da auch nochmal einmal vorsichtig rein, gucke gerade in den Spiegel und setze mir das hier oben hin, weil ich einen Schlupflid habe. Ich möchte ja schon, dass man so ein bisschen die Farben ja auch sieht, wenn ich die Augen offen habe. Jetzt nehme ich wieder diesen festgebundenen Pinsel von eben und gehe in die Farbe Dolce, wieder vorsichtig rein und setze mir den zum einen hier außen so tupfend hin und blende den dann auch noch in die Lidfalte bzw. bei mir ja ein bisschen oberhalb der Lidfalte ein und draußen geht immer noch die Post ab. Also wenn ihr hier diese Hintergrundgeräusche hört, das ist draußen, ne? Das ist der Wind. Das Wetter kann ich jetzt leider gerade nicht ändern. Mit dem Eyeshadow Brush Nummer 35 von Bella Pierre Cosmetics, das ist so ein Smudger-Pinsel, gehe ich jetzt mal in die Schimmertöne rein. Da werde ich von innen, da werde ich erst ein ganz helles nehmen. In der Mitte nehme ich dann einen etwas dunkleren und außen bin ich dann wieder dunkler. Also ich gehe quasi von innen nach außen und da fange ich an mit Exquisite, das ist dieser Ton hier. Und den setze ich mir dann nach innen hin. Mega.
Den kann man sich natürlich auch ansprühen, wenn man das intensiver haben möchte, aber ich möchte es, wie gesagt, heute eher softer haben. Man kann ihn auch mit dem Finger auftragen, auch dann wird er intensiver, aber ich will ihn wirklich soft haben. Auch in den Augeninnenwinkel setze ich mir den schön rein. Und dann, weil ich ein Schlupflid habe, ne, setze ich den Pinsel hier so an, ziehe das auch so ein bisschen noch hoch, damit, wie gesagt, wenn ich das Auge aufhabe, man den auch so sieht. Also hier dann noch so ein bisschen. Ne? Das macht auf jeden Fall einen schönen Effekt im Innenwinkel so. Den kann ich mir auch direkt hier mal unter die Augenbraue setzen. Dann findet er sich nämlich auch so ein bisschen wieder und ist nicht so verloren. So, als nächstes nehme ich eine etwas dunklere Farbe. Dann nehme ich hier dieses Getaway. Auch so ein schöner Schimmerton. So ins Goldene geht der. Den setze ich mir dann quasi aufs Zentrum. Butterweiche Farben sind das übrigens hier in der Palette, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Und auch hier ziehe ich den etwas höher, dass man ihn auch sieht. Der hat auch nicht so einen mega großen Unterschied zu dem anderen, sodass es halt wirklich ein ganz softer Übergang ist. Und wer mich schon länger schaut, der weiß, ich stehe auf so Schimmer, Glowy und das am besten auf dem ganzen Auge oder im ganzen Gesicht. Jetzt könnte man sich entscheiden, ob man die Farbe Vacay nehmen möchte nach außen oder die Farbe Treasure. Ich habe aber gesagt, ich möchte einen etwas dezenteren Look haben, deswegen werde ich Treasure nehmen, wobei Vacay auch sehr, 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 sehr schön wäre, aber halt sehr dunkel. Ach, guck mal, wie buttrig, ne? Und Treasure ist dahingegen halt einfach so auch dunkel, aber halt eher so ins Kupfermäßige. Ja, ich nehme Treasure. Ja, der passt auch einfach jetzt gerade viel besser mit rein. Ne? Der fügt sich auch schön zusammen mit dem Getaway. Ich ziehe den auch so ein bisschen rüber. Gleich wird hier noch ein bisschen verblendet, aber boah, gleich weht hier ein Baum garantiert am Fenster vorbei. So hört sich das jedenfalls an. Ich mag das. Also diesen Look. Dass es draußen stürmt, mag ich nicht. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreib mir doch ganz einfach mal unten in die Kommentare deine allerliebste Lidschattenpalette rein. Und ja, dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt gehe ich nochmal mit dem Morphe-Pinsel von eben in die Farbe Stone, also in den Ton, den ich mir zuallererst in die Lidfalte gegeben habe. Und klopfe ab und verblende das hier oben so ein bisschen noch, damit die Kanten weicher sind und die Übergänge zur regulären, ungeschminkten Haut quasi auch weicher werden, ne? Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht ein kleines bisschen Farbe ins Leben bringen würde. Ich möchte unbedingt Azul benutzen, das ist so ein matter blauer Ton. Den benutze ich am unteren Wimpernkranz einfach nur mal so. Der ist mega, mega pigmentiert. Also ich meine, gut, ich gehe da auch mit so einem festgebundenen Pinsel rein, aber habe da richtig viel Pigment drauf. Und den mache ich mir ganz vorsichtig an den unteren Wimpernkranz. Auch dieses Pinselset, das ist dieses lila-silberne von Ducare, gibt es bei Amazon zu kaufen. Verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Ein kleines bisschen Farbe ins Leben gebracht. Ja, weil ich es einfach mag, ne? Also das ist einfach noch so ein bisschen ein kleiner Eyecatcher im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen ein Farbklecks. Ja, also ich habe jetzt auch extra Töne verwendet, außerdem Blau jetzt so, ne? Was man jetzt so in ziemlich vielen Lidschattenpaletten auch so findet. Und so könnte man tatsächlich auch zu Valentinstag oder allgemein einfach einen ganz simplen, aber doch irgendwie aufregenden Look schminken. Um das Ganze erstmal zu fixieren, bevor ich jetzt Mascara und Eyeliner auftrage, verwende ich von How Cosmetics das Indigo Child Setting Skin Perfector Fixing Spray. Das ist dieses hier. Und das, ja, gibt dem Gesicht dann nochmal zusätzlich einen Glow. Oh mein Gott, ich werde aussehen wie eine Disco-Kugel. Aber es fixiert halt alles nochmal und frischt alles entsprechend auf. Ne? Dann nehme ich mir hier ein Beauty Eye von eben. Und tupft das ein oder andere dann nochmal so ein bisschen dann fest, damit man den Trocknungsprozess etwas beschleunigt. Man könnte sich auch frei im Raum bewegen, sich Luft zu fächern oder dergleichen. Aber hier möchte ich jetzt gleich mich weiter schminken. Eyeliner, auf jeden Fall, weil ich Eyeliner liebe. Habe ich hier von der Amazon Eigenmarke Find ein. Das ist der Eye-Marker, ne? Das ist, oh, ich habe meine Finger voll mit Glitzer. Läuft bei mir. Ja, einfach so ein Filz-Eyeliner. Janas Spiegel. Der ist hier echt in reger Anwendung. Der ist hier ein bisschen stumpf geworden. Aber damit kommen wir klar. Ja, wenn ich gleich Mascara drauf habe, wirkt eh alles nochmal ein bisschen anders.
Normalerweise sollte man ja, wenn man Schlupflider hat, nicht unbedingt Eyeliner drauf machen, aber ich mag es einfach so gerne und deswegen mache ich mir Eyeliner drauf. Für den optimalen Schwung nehme ich mir eine Wimpernzange zur Hand von, die müsste von Brushwork sein, genau, um meine Wimpern entsprechend zu curlen. Ich finde, ein bisschen Unterschied macht das, wenn man die curlt. Das muss man immer ganz vorsichtig machen. Sonst gehen die kaputt. Wir pflegen die Wimpern doch so wundervoll, dann dürfen die nicht kaputt gehen. Deswegen finde ich diesen Griff auch sehr, sehr angenehm. Du kannst ja zwar ordentlich Druck ausüben, aber du kannst es auch sehr soft einfach nur so mit zwei Fingern machen, ne? Finde ich ganz gut. Und für 5 Euro, Leute, sage ich nicht nein. So, Mascara. Damn Girl Mascara von Too Faced. Ne? Benutze ich aktuell sehr viel und ich liebe sie, wirklich. Sie macht einen schönen Schwung, sie macht sehr, sehr lange Wimpern, das ist echt krass. Hat ein Oschi von Bürstchen, ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich finde die Mascara wirklich toll. Also die macht wirklich Wawawoom Lashes, die macht einen mega aufgefächerten Blick, ne? Mir gefällt das richtig gut und es passt alles sehr, sehr schön und harmonisch zusammen. Am tatsächlichen Valentinstag, also wenn ich Valentinstag jetzt tatsächlich rausgehen würde und was machen würde, würde ich mir wahrscheinlich eher weniger viele Layers oder so auf die Lippen drauf machen, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt aber, um den Look zu komplettieren, werde ich es gleich machen. Ich werde aber sagen, bis wohin ich quasi gehen würde, wenn es mein Valentinstags Make-up quasi original wäre. Und zwar würde ich mir theoretisch nur einen Lip Liner aufgeben. Mehr nicht, weil man knutscht rum und man möchte nicht dem Freund den halben Lippenstift immer wieder abgeben. Meine Meinung. Ne? Jeder Jeck ist anders. Ich möchte jetzt aber den Look komplettieren und mache mir da dann das komplette Programm drauf. Das heißt, da habe ich einmal von Illa Masca einen Lip Liner. Ich weiß nicht, welche Farbe. Raw ist die Farbe. Das ist so einer zum Anspitzen. Den hatte ich in dieser Chinese New Year Kiste, glaube ich, drin. Nicht Kiste. Box von Look Fantastic. Lip Liner kitzelt übrigens bei mir ultra. Deswegen trage ich so selten Lip Liner, weil ich bin so kitzelig. Das ist jetzt übrigens auch die Lippenkombi, die ich in sehr, sehr vielen Videos getragen habe. Wo ich sehr oft nachgefragt worden bin, was trägst du denn auf deinen Lippen? Das hier. Ich nutze den Lip Liner tatsächlich auch und male damit meine Lippen komplett aus. Und wenn es halt mein Valentinstags-Look wäre, würde ich das so lassen und da einfach einen Lippenpflegestift drüber geben. Aber ich habe einen Look im Kopf, den möchte ich komplettiert haben. Das ist halt so dieses Merkwürdige, was in meinem Kopf manchmal rumschwirrt. Dann nehme ich jetzt hier von Tarte Lip Sculptor Lipstick in Lipgloss. Das ist hier so ein Duo-Ding. Da benutze ich aber nur den Lippenstift von. Und das ist die Farbe Live. Leben. Gib mir Leben. So ein Nude. Der ist eigentlich nur so eine Verbindung, sage ich mal. Dass der Lip Liner an sich jetzt nochmal ein bisschen, sich halt auch verteilen kann. Weil die Farbe an sich hier würde ich niemals solo tragen, weil die mir zu öde wäre. So. Wenn dies geschehen, möchte ich aber gerne noch ein bisschen Glow haben. Ich wäre nicht ich, wenn es nicht so wäre. Und dann nehme ich hier von Bare Minerals dieses Produktchen, was in dem Adventskalender mit drin war. Das ist ein Lipgloss. Schön, dass einem das Wort auch mal einfällt. In der Farbe Rebel. Rebellisch. Wir werden jetzt ganz rebellisch zusammen. Genau, das ist so ein, ja, ne, einfach so ein shiny Vieh. So ein bisschen eingefärbt, aber nur ganz leicht. Bei mir ist es tatsächlich vom Effekt her so, dass es die Zähne weißer aussehen lässt und so ein bisschen die Lippen aufplammt. Weil das halt auch so ein bisschen, ja, riecht auch minzig, ne? So ein bisschen Plumping-Effekt hat. Finde ich unheimlich schön. Mir gefällt der unheimlich, unheimlich gut. Ja, ich würde tatsächlich auf dem Valentinstag auch diesen Pulli tragen. Das ist von Chiquelle, so ein etwas wärmerer Pulli, dass man halt nicht allzu schnell zu dem Freund sagt, Schatz, ich brauche mal deine Jacke. Und man kann natürlich auch ein Kleidchen anziehen, aber wir werden Valentinstag wahrscheinlich zu Hause feiern, weil wir am Tag danach, am 15. auf einem 30. Geburtstag sein werden, von daher. Als Ohrringe nehme ich halt wieder die von Maddie, von Madeleine. Passt nämlich auch wieder zum Pulli. Die passen irgendwie gefühlt zu fast jedem Outfit, was ich trage. Das ist ziemlich cool. Anderen Schmuck habe ich jetzt gerade nicht hier. Der befindet sich im Badezimmer. Aber die passen sehr gut dazu, ne? Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein fertiger Look zum Valentinstag. Es ist nichts mega Spektakuläres, aber ich finde diese Intention, die dahinter steht, einfach sehr, sehr wichtig. Knall dir nicht so viel Buntes ins Gesicht, sondern sei am besten so natürlich wie möglich und bring einfach Strahlkraft in dein Gesicht. Ja, das war's.
ne? Denk an die Verlosung und mir vielleicht ein Abo dazu lassen und so. Ne? Weißt du Bescheid? Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag an... Nein! Haare aufmachen, Leute. Also, das darfst du nicht vergessen. Ja, das ist jetzt der fertige Look, ne? So passt es auch alles irgendwie ein bisschen besser zusammen. Wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!